Warte mal. Eigentlich muss ich doch wütend auf dich sein. Du hast recht. Nils! Martin! Du hast mir so gefehlt. Hör mal, der Sturzflug war unser Ding. Den konnten wir nur zusammen durchziehen, als Team. Es tut mir wahnsinnig leid. Du bist echt der alleroberbeste Freund. Ach, Nils, du bist echt der alleroberbeste Freund. Du alter Schwachkopf. Selber Schwachkopf. Nein, du bist der Beste. Nein, nein, du bist der Beste. Nein, du bist doof. Nein, du bist doof. Nein, nein, du. Du. Dann wir. Also gut, dann wir. Ich unterbreche eure herzzerreißende Versöhnung nur ungern. Aber wir müssen hier raus. Und zwar schnell. Mhm. Alles klar, dann mal los. Ich schaff's nicht, ihr müsst mithelfen. Versucht das Tor hochzuschieben. Wo bleiben Sie nur? Sie hätten die Schar doch längst in meine Richtung treiben sollen. Dieser verfluchte Kropak. Ich hoffe für ihn, dass er nicht wieder einen seiner erbärmlichen Pläne ausgeheckt hat, um mich zu beeindrucken. Ach, sehen wir nach, wo Sie bleiben. Wir kommen uns! Was für eine nette Überraschung! Was hat sie denn vor? Sie steuert genau auf ihn zu! Teufelsflieger Nummer 2 ruft Teufelsflieger Nummer 1! Teufelsflieger, wir starten die Operation Teufelsflieger! Ach so, na klar! Teufelsflieger auf Position! Oh, nein! Oh, du Lichtsnutz! Das war ausgezeichnet. Ich meine, gefährlich. Das war ausgesprochen gefährlich. Mach das bloß nicht noch einmal. Haben mich alle verstanden? Dann lasst uns die Reise fortsetzen. Das war wirklich unglaublich mutig. Von euch beiden, meine ich. Martin ist der Teufelsflieger von uns. Wirklich? Nein. Nils? Doch, natürlich. War nur ein Witz. Wir haben das beide zusammen durchgezogen. Das konnten wir nur als Team erreichen. Martin ist ein Ass in der Luft. Aber er hat auch andere Talente. Er ist charmant. Und guck ihn dir mal an. Findest du? Ach, du bringst mich noch ganz in Verlegenheit. Martin? So viele Komplimente sind mir unangenehm. Martin! Und das auch noch vor Downfall. Fliegen nicht vergessen!